The Legend of Zelda Link's Awakening Deluxe. Yay! 1993 die Game Boy, die alte Game Boy Version in Schwarz-Weiß erschienen und 1998 die Deluxe Version für Game Boy Color. Yay! Wir spielen, Legend of Zelda Link's Awakening. Mein Lieblings-Zelda-Spiel und auch eines meiner Lieblingsspiele allgemein überhaupt. Also das erste Zelda-Spiel, was ich gespielt habe, für den Game Boy damals, schwarz-weiß. Und yay, hier können wir drei Speicherstände auswählen. Wir sind hier so Link und so. Ja, und gleich am Anfang kann ich euch ein kleines Gimmick sagen. Man kann als Namen Moüse, also M, ich weiß jetzt nicht, ob man dann klein weiterschreiben muss oder nicht. Moüse, wie es ausgesprochen wird, keine Ahnung. Dann kommt eine andere Musik. Wenn man Zelda eingibt, kommt auch eine andere Musik. Also man kann Zelda oder Moise angeben, kommt eine andere Musik. Ich kann jetzt zum Beispiel mit Moise demonstrieren. Ein schöner Remix, wie ich finde. Moise ist übrigens der Ersteller oder der Produzent von vielen, vielen Musikstücken Nintendos. Gut. Aber wir nennen uns Link, weil so heißt der Typ. Ich nenne mich nicht Toast, ich nenne mich Link, weil ich mich in jedem Zelda-Spiel Link nenne, weil er heißt ja auch Link. Klar. Wir heißen aber bald nicht mehr Link, wir heißen bald anders. Egal, fangen wir an. Dum, dum, da 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 dum, 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 dum. Schöne Musik. So, wir sind in einem Haus, in einem Bett und sind gerade aufgewacht. Gott sei Dank, ich dachte, du wachst nie mehr auf. Was? Zelda? Nein, ich heiße Marin. Du bist auf der Insel Kokoland. Bist du in Ordnung? No? Okay, das hier, diese Frau da, das ist Marin. Und sie kann gut singen. Ja. Sagst du uns noch was Interessantes? Am Strand unten, dort wo ich dich gefunden habe, wimmelt es von Monstern. Vielleicht solltest du dich dort mal umschauen. Geh den Weg entlang nach Süden, klar. Und der Typ hier, ja, das ist ein witziger Typ. Ein sehr witziger Typ. Endlich bist du wieder auf den Beinen, Link. Ich heiße übrigens, also nicht ich, sondern heiße übrigens Tarin. Bist du okay? Was, weil ich deinen Namen weiß? Der steht auf der Rückseite von diesem Schild hier. Yay! Und schon haben wir unser Schild. Du hast dein Schild wieder. Halte den Knopf zur Abwehr der Gegner gedrückt. Yay! Was ist passiert? Wir sind jetzt hier auf dieser Insel gestrandet, Insel Kokoland. Und, es gibt sehr viele lustige Easter Eggs hier zum Beispiel. Ja, spinne ich denn? Was fällt dir ein, in dem Schrank herumzuwühlen? Du ungezogener Kerl. Ja, das war übrigens Marin, die da gesprochen hat. Mit ihr kann man später auch ganz lustig. Also das Spiel ist an sich total witzig. Hier passiert auch was zu schwer. Mit bloßen Händen wirst du das nicht hochheben können. Ja, und das kommt jedes Mal, bevor wir, also wenn wir noch nicht das Item dazu haben, diese Teile hochzuheben, kommt jedes Mal dieser Spruch, wenn wir neu einen Raum betreten. Das ist ziemlich ärgerlich. Was habe ich denn heute? Egal, ja, Link's Awakening. Ich hatte jetzt ein paar Aufnahmeprobleme am Anfang, aber die sind behoben. Und yay, ich kann das Spiel ohne Framedrops spielen. Doch ein Framedrop. Einen einzigen Framedrop habe ich. Ich spiele mit 49 FPS. Ist das nicht toll? Ja, gut, der Game Boy Advance gibt sowieso nicht mehr als 30 her, glaube ich. Aber egal, gut. Wir sind auf der Insel Kokoland gestrandet. Nach einem Schiffbruch, einem heftigen Gewitter, Sturm, whatever. Und hier ist ein Hühnchen. Können uns jetzt hier erstmal in der Stadt umschauen. Wie heißen die nochmal? Mörndorf oder so? Mörndorf, oder? Moment, mit Select konnte man die Stadt aufrufen. Marin und Tarins Zuhause, Telefonhäuschen, ja. Ich würde gerne wissen, wie die Stadt heißt. So viel ich weiß, Mörndorf. Ach nee, jetzt kommt ja wieder was, weil da ist jetzt Ulriras Haus, Ulriras Hütte. Ich habe früher im Ulria gelesen, weil Ulrira, finde ich, ist doof auszusprechen. Das ist nicht Ulrira, das ist seine Frau. Ja, mir geht's gut. Und dir? Ja, die putzt. Und da drin ist Ulrira und der ist ein wichtiger Typ, eigentlich. Ja. Wie soll ich sagen, aber könntest du mich bitte nur von draußen anrufen? Es scheint, Ulrira ist sehr schüchtern. Ja, ist er auch. Ulrira spricht nur mit uns übers Telefon. Ja, und wir müssen ihn immer anrufen. Wenn wir zum Beispiel irgendwie nicht weiterkommen, dann gibt er uns hilfreiche Tipps. Ja, hier Ulrira. Frag mich alles, was diese Insel betrifft.
Ruf mich an, wenn du mal nicht weiter weißt. Tschüss. Klick, tut, tut, tut. Genau. Also das ist Ulrira, eine ziemlich wichtige Person. Und hier haben wir die Spielhalle, wo wir noch nicht rein können, weil wir erstmal ein Schwert brauchen, um das Gras wegzumachen. Du Typ, was sagst du? Hey, wenn du das Spiel speichern willst, musst du alle vier Knöpfe auf einmal drücken. Frag mich aber nicht, was das bedeutet. Ich bin nur ein Kind. Ja, das sind einige witzige Anspielungen von... Jetzt frag mich nicht, wie der Typ heißt, der Zelda entwickelt hat. Das waren irgendwie Anspielungen wegen irgendwas, keine Ahnung. Hier kann man gut farmen, also Zeugs farmen. Hier ist der Laden. Oh ja, der wird später noch sehr, sehr wichtig. Und hier ist der Typ, der... Gute. Ich weiß nicht, was das bedeutet, warum er immer Gute sagt. Hol dir etwas vom Regal und bring es zur Kasse. Yay! Also hier einmal... Ein Schild für 20 Rubine, dreimal Herzen für 10 Rubine oder eine Schaufel für 200 Rubine. Yay, ich werde das garantiert nicht bezahlen. Oh nein. Hier ist der, hier ruht der fliegende Windfisch oder sowas. Nein, hier ruht der fliegende Gockel, genau. Der, ja, ich will ja nicht spoilern oder so, aber das Spiel ist endgeil. Ich liebe es. Yay. Und können wir jetzt endlich mal gucken, es heißt doch Möhrendorf, oder? Möwendorf, fuck. Okay, hey, wir machen den Moonwalk. Seht ihr das? Wir machen... Oh, scheiße. Moment, wie kriege ich den Moonwalk hin? Wie ging das nochmal? So, und dann so. Genau, wir moonwalken hier. Wir moonwalken. Geil, ey. Das ist... Ja. Link Jackson. Okay. Hier ist der Ausgang, aber... Naja, Osten, Urunga-Steppe. Das Spiel ist so geil und es hat so geile Musik und ich freue mich so richtig, das Spiel zu let's playen. Oh yeah. Es scheint, dass du nach dem Abspeichern wieder an der Tür beginnst, durch die du zuletzt gegangen bist. Hm, ich verstehe das auch nicht. Aber ich bin ja auch noch zu klein. Genau, du bist ja nur ein Kind. Immer noch diese Anspielung. Oh, hier ist ein Haus, das ist auch interessant. Du bist einer von diesen vier Zwillingen, ne? Vier Zwillinge. Hast du schon meine Vierlinge getroffen? Ich bin Papal und glaube, dass ich mich später im Gebirge verirren werde. Suchst du mich dort? Ja, yes, wir werden dich noch treffen, garantiert. Sie sehen alle gleich aus. Auch ich kann sie manchmal nicht unterscheiden. Mein Sohn fragt zurzeit immer nach der Yoshi-Puppe. Ich sah eine in der Spielhalle. Genau, wir müssen eine Yoshi-Puppe gewinnen. Yoshi! Ich liebe Yoshi. Yoshi ist einer meiner Lieblings-Videogame-Charakter. Yay. Und hier ist ein Hund. Hallo Hund. Hallo Hundi. Irgendwie erinnerst du mich an Rush. Geh weg. Arsch. Egal. Okay, jetzt, wie wär's, wenn wir mal Story machen? Hier oben gehen wir später hin. Da können wir nämlich ein Herzteil abgreifen. Und hier... Schöne Kleider, Make-up und Juwelen. Ich liebe dieses Zeug. Und wenn du etwas anderes hast, nur her damit. Ja, wir... Ja, genau. Das ist übrigens Struppi, ein Kettenhund. Chain Chomp oder wie die heißen. Chain... Keine Ahnung. Ich weiß nicht den englischen Namen. Ja, ein Kettenhund aus Mario. Der ist Struppi. Bonjour, mein kleiner Struppi sieht mit seiner neuen Frisur süß aus. So süß. Keine Ahnung, wie heißt die Frau? Madame Ming oder sowas, keine Ahnung. Madame Miu Miu's Haus. Genau, Madame Miu Miu's, keine Ahnung. Okay, nach oben brauchen wir nicht gehen, wir müssen nach unten, nämlich zum Strand. Und hier spielen zwei Kinder Ball. Ich habe gehört, dass du Select drücken kannst, um auf die Karte der Insel zu sehen. Ich weiß auch nicht, wie die das meinen. Genau, du bist ja nur ein Kind. Wenn du alle Herzen fast leer haben solltest, du dich schnell ein Haus oder Höhle begeben. Mein Deutsch war gerade super. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch ein Kind. Na klar. Hier ist die Bibliothek, da können wir reingucken und da gibt es dann interessante Sachen zu lesen. Aber ich... Naja, es ist halt mehr die Anleitung fürs Spiel. So ein kleines Mini-Tutorial in Büchern. Das interessiert uns aber noch nicht, weil ich... kenne mich ja aus. Wo im Palast? Toronga Strand. Ja, wir gehen jetzt erstmal zum Strand. Da springen wir einfach ganz, ganz, ganz weit runter. Und dann sind wir auch schon hier am Strand. Strand. Ich habe das komisch ausgesprochen. Strand. Mit unserem Schild müssen wir uns hier verteidigen. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Mit unserem Schild den Segel wegschieben. Und Jay, ich muss dir was sagen. Ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst. Ich denke, vielleicht schon. Hier kommt auch ein Charakter aus, OOT vor. Zumindest nicht der gleiche, denke ich mal, aber auf jeden Fall ziemlich nervig. Hey. Genau, eine Eule. Uhu, es ist also dein Schwert. Du bist demnach auch der Grund, warum die Monster so aufgeregt sind. Die Legende erzählt nämlich von einem jungen Mann, der käme, den Windfisch zu wecken. Er muss ihn nämlich wecken, um diese Insel wieder zu verlassen zu können. Du solltest nun Richtung Norden in den Zauberwald gehen. Wir sehen uns dort.
Seht ihr, damals waren die Namen für irgendwelche Orte im Spiel nicht so, speziell gehalten. Nein, man hat einfach ganz normalen, strikt normalen, einfachen Namen genommen, wie Zauberwald oder Möwendorf. Das sind ganz normale Namen und nicht, was weiß ich, Akarios oder, Ageiron oder sowas. Ja, ich habe jetzt Namen aus Ion aufgezählt. Egal. Hier ist ein Seeigel und hier ist unser Schwert, kann das sein? Ja, und die Eule hat uns, ja. Und der Windfisch ist übrigens in dem Ei, das wir im Intro gesehen haben. Und das scheiß Seeigel hat mich schon wieder gestört. Pass auf, Seeigel, jetzt aber. Und gleich beginnt die Musik zu florieren. Nun hast du dein Schwert und bist froh, den Namen Link darauf zu lesen. Bam! Yay, schöne Musik. Ein Rubin. Hey, wir fahren jetzt erstmal ein paar Rubine, weil ich es kann. Nein, ich will mir erstmal den Strand ein bisschen angucken. Ja, einfach so, weil ich es kann. Krabben. Igis. Krabben. Töten. Töten. Ich will Krabben töten. Ja. 2D-Zelda. Da, also 2D-Zelda, da kann mich jeder mit locken. Ich liebe 2D-Zelda-Spiele. Außer den ersten Teil. Der zweite, den finde ich ganz cool, aber der ist mir zu schwer. Und hier kann man ganz, ganz gut farmen. Rubine, meine ich. Ja, weil der Typ hier, der wirft immer irgendwie Sachen von da oben. Oh, und das ist ein Götter-Ahorn. Und dadurch werden wir nicht mehr, also das, die Verletzungen, ja, ich könnte auch einfach vorlesen, das wäre einfach. Es reduziert die Verletzungen der Gegner, also die mir Gegner zufügen, um die Hälfte. Soll heißen, werde ich von einem Gegner normalerweise ein Herzschaden bekommen, bekomme ich halt nur noch ein halbes Herz. Ja, man muss auch aufpassen beim Farmen, denn er wirft manchmal Bomben. Ja, und ich hätte nämlich gerne genau 10 Rubine, denn ich muss ja auch in die Spielhalle und eigentlich hätte ich gerne 20 Rubine, fällt mir ein. Ihr müsst mir jetzt hier vom Farmen zugucken, aber ich laber eh genug von dem her. Nämlich wollen wir in die Spielhalle und um ein Herzteil zu bekommen, brauchen wir auch ein paar Rubine. Ich denke mal, ich bin gut genug dafür, dass ich nur einmal diese Rubine brauche. Egal. Oh, und da oben, da haben wir wie heißt das Teil nochmal? Ein Teil der Macht, genau. Du hast einen Teil der Macht erhalten, du spürst die Energie, damit wird unser Angriff das Doppelte so stark und wir schleudern alle Sachen quer durch den Bildschirm. Das ist lustig. Da ist wieder seine Bombe. Ich habe nur noch ein Herz übrigens. Aber Wayne. Hallo, lässt du noch 5 Rubine bitte? Lässt du überhaupt noch Rubine fallen, wenn ich jetzt hier Teil der Macht habe? Egal. Ey, weiter. So, hier ist ein Haus, das ist auch ganz interessant, da ist ein Krokodil drin. Der Teil, der macht es übrigens weg. Willkommen im Bananenhimmel.